Hallo, hier ist Liha, das sind vier. Heute gibt es ein weiteres Weihnachtsgeschenk-Ideen-Video. Und noch ganz kurz vor, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da gibt es noch eine kleine Überraschung. Und ja, jetzt geht's los. Wer kennt es nicht? Es ist irgendwie kurz vor Weihnachten und man braucht noch irgendwie ein kleines Geschenk für irgendwie Geschwister oder so. Und ja, viele von euch kennen wahrscheinlich hier diese Panini-Fußballbilder in Aufkleberform oder für diese Sammelhefte zum Reinstecken. Und ja, hier habe ich mal so ein Heft. Hoppala, das hier sind diese Aufkleberbilder von Panini. Da. Und dann hier sind diese Bilder, die wir alle wahrscheinlich kennen, die man dann so in dieses Heft reinsteckt. Mit diesen Klarsichtsfolien. Das wäre wahrscheinlich irgendwie auch ein gutes Geschenk für die kleinen Brüder oder so. Natürlich auch mit den Heften hier. Das wäre natürlich irgendwie auch ein gutes Geschenk für den kleinen Bruder, der auch irgendwie Fußball interessiert ist. Und falls man irgendwie eine kleine Schwester hat, die nicht so Fußball interessiert ist, gibt es von Panini auch diese Dory-Hefte. Das kann man hier mal eben sehen. Das sind auch so Aufkleber, die man da reinklebt hier in so Boxen. Auch zwei von rumstehen gerade. Ja, das sind eigentlich noch ganz gute Ideen. Falls irgendwer schnell noch was braucht, das kriegt man in fast jedem, also in vielen Zeitschrift-, Drogerieläden kriegt man einfach hier diese Aufkleber und Sammelkarten, die vor allen Dingen. Sonst habe ich hier auch noch einmal Fußball 16-17, auch mit einem Heft. Und ja, was ist die Überraschung? Ich verlose einmal an meine Abonnenten entweder so eine Box, natürlich nicht den aufgemacht, sondern hier hinzu mit dem dazugehörigen Heft, also dieses hier. Oder, falls man vielleicht was für die kleine Schwester braucht, einmal ein Dory-Heft mit einer Box. Und ja, schreibt einfach mal einen kreativen Kommentar, wieso ihr das haben wollt, haben braucht. In die Kommentare und ciao!